Ja, Freunde, heute wieder Nachrichten der Woche. Ich weiß, die Nachrichten interessieren immer alle wenig, aber ich muss ja immer so erzählen, wie ich das immer so finde und was ich so erlebt habe die Woche. Damit ich ein bisschen was sage, weil sonst ist das Programm hier ja zwecklos. Ja, irgendwie schon. Ja, was mich diese Woche wieder am meisten interessiert und auch das wichtigste Thema für mich heute ist, was macht eine Ziege in der Allianz Arena? Also die Frage geht jetzt vor allen Dingen an die Bayern. Warum? Was macht die da? Ne? Es sind überall von Terror wird gesprochen und da kommt einfach eine Ziege und läuft einfach mal da rein. Ja, was ist, wenn die jetzt einen Anschlag gemacht hätte? Ja, mei, was ist denn dies? Ne? Wo kommt diese Ziege her? Was macht die da? Ne? Ich meine, wenn Bayern gegen Köln gespielt hätte am Wochenende, ne? Alles kein Ding. Dann hätte ich gesagt, okay. Die haben sie dann als Pfand dagelassen oder irgendwie so, ne? Aber die haben ja gegen Darmstadt gespielt und die haben sie ja wirklich, ne? Wow. Also das Gute ist, Darmstadt hat ein Tor geschossen. Das Schlechte ist, Köln hat fünf mehr geschossen. 6:1, um die Sportnachrichten vorne wegzunehmen. Bayern hat wie immer gewonnen. Die Dusel Bayern, ja. Oh mein Gott, ne? Wir haben wir, da waren wir wieder. Ja, ach komm mal. Zufällig der Ball ins Tor gefallen. Ach komm, wenn er Alaba 3 Zentimeter nach rechts schießt, geht der Ball eh nicht ins Tor. Aber Kompliment, der Ball war schön drin. Ja. Aber ich weiß, wie wir das jetzt machen. Das ist die Bayern, wer gegen Bayern dann ist, ne? Also wir lassen einfach mal die ausländischen Spieler nicht spielen. Die kriegen alle ein Einreiseverbot. Die müssen alle nach Hause fahren. Ne, wir machen das jetzt so. Genauso wie Amerika. Amerika first. Das heißt, Amerika tritt die WN aus und sagt dann 90 Tage kein Einreise für alle Länder. Tja, Amerika first. So wird man Erster. So macht man das. Man lässt dann einfach mal für die Tage, wo die WM stattfindet, einfach mal die Leute nicht einreisen. Das ist eine super Idee. Na, das ist einfach klasse. Na, und vor allen Dingen, na, die Terroristen. Na, vor allen Dingen diese vielen Terroristen, wie wir jeden Tag in den Nachrichten, die aus Somalia kommen. Na? Somalia, also der Verbrecherstaat schlechthin, da kommen die da, oh, die Atommacht, Somalia. Also ich weiß jetzt nicht, wer weiß, wo dieses Land liegt, ne? Na, also, ne, wer den Suezkanal kennt, da haben ja, ne, unsere kleinen Freunde vom Zweiten Weltkrieg wissen ja ungefähr, wo der Suezkanal liegt. Da unter, das ist unter Ägypten so, da liegt Somalia. Ne, das liegt da irgendwo am Arsch der Welt. Na, das ist da unten so an der Ecke. Interessiert keine Sau. Das ist so Land wie El Alamein. Bloß, dass da Leute mit Ziegen, wie denn die Ziege angesprochen werden, mit 3 Grashalmen auch in der Steppe wohnen. Ne? Also, es gibt schon ein paar Gebiete, wo ein bisschen was wächst, aber ansonsten ist da nichts. Und ja, die haben da mit sich zu tun, würde ich jetzt mal meinen. Aber wenn sie die Gelegenheit haben, und das weiß der Trump, dann kommen die rüber und dann heizen sie den mal ordentlich ein. Somalia mit ihren 3 Einwohnern, ja. Der Trump, der weiß, welche Länder er nicht einreisen lassen darf. Und Somalia gehört dazu. Somalia ist so gefährlich, ihr habt alle keine Ahnung. Ja. Aber ich muss sagen, dieser Trump, der setzt alles um, was er machen will. Das ist egal, ob alle anderen dagegen sind. Ne? Er wurde mit einer Mehrheit von über 40% gewählt. Das ist mehr, als man braucht in Amerika. Und deswegen ist das auch, finde ich, super, was der Mann macht. Der ist, ne? Mexiko ist noch nicht ganz einverstanden mit der Sache, dass er eine Mauer bauen will und sie müssen bezahlen. Weil ich finde es auch ungerecht, weil die müssen bezahlen und die Arbeitskräfte, ne, die in Amerika, die werden dafür bezahlt. Warum lassen sie einfach nicht die Mexikaner die Mauer bauen? Also deswegen, das würde ich auch nicht machen. Mexiko hat gesagt, nö, machen wir nicht. Findet der Trump aber auch nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, ob der Trump jetzt rüberfährt nach Mexiko und sich da dann auch wählen lässt. Kann man so machen. Klappt aber nicht. Ja, das sind so meine Sachen von der Weltpolitik. Apropos, ja, der Herr Gabriel ist von der SPD da irgendwie zurückgetreten, hat keine Lust mehr. Also, das bringt es einfach nicht mehr. Ich kann hier nicht mit 30% Mehrheit gewinnen. Also hat er gesagt, ne, keine Chance, hören wir auf. Hat die Augen zugemacht, irgendwie in den Saal gezeigt und hat dann den Schulz erwischt. Die arme Sau, tut mir leid, der ist jetzt gewählt. Der muss jetzt, der Mann, der jetzt alles bringen soll. Ja,
SPD ist immer noch ein bisschen traurig, dass sie eben halt mit 30% Mehrheit einfach nicht gewinnen können. Aber schaffen die schon. Der Mann ist optimistisch, er ist stark und er weiß hoffentlich, was er will. Was ich will, weiß er natürlich nicht. Weil er das wissen würde, dann würde ich ihn ja wählen. Wenn er das machen würde, was die Bevölkerung will, ne, dann wäre schön. Ne? Aber da hat Frau Merkel auch so ihre Probleme mit. Aber naja. Politik halt, ne? Ist mal manche etwas hoch und für manche etwas zu niedrig. Ach ja, ich liebe Politik, wollte ich nur noch damit sagen. Wer mich wählen will, ist kein Problem, ich stelle mich dann auch zur Wahl. Ich weiß, hier in Deutschland habe ich schlechte Chancen wegen der Mehrheit und so weiter. Aber in Amerika ist Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wenn ich einreisen darf, lasse ich mich auch wählen. Ja, herrlich, ne? Das Immigrantenland Amerika schließt die Grenzen und ich weiß nicht, ob wir, keine Ahnung, irgendwie so eine Abstimmung machen sollten in der EU und sagen würden, alle Immigranten, die in Amerika wohnen, sollten ausgewiesen werden. Ach, wäre das ein schönes Land. Da würde mir Amerika richtig gefallen, wenn wirklich nur Einheimische da wohnen würden, die wirklich schon seit Ewigkeiten, so seit, keine Ahnung, sagen wir 600 Jahren da wohnen. Ja, also gehen wir 600 Jahre zurück. Wer hat denn da so 1400 gewohnt? Der darf bleiben, der Rest muss leider ausreisen. Nein, doch. Oh, ja, das wäre. Ich finde es lustig. Ja, ansonsten. Mich persönlich fand ich sehr toll. Ich fand es sehr lustig. Ich weiß, eigentlich ist es traurig. Da gab es irgendwie eine Feier in irgendeiner kleinen Hütte und die sind dann alle irgendwie. Die sind jetzt für unsere Gläubigen bei unserem Herrn angekommen. Ja, wenn es wirklich einen Gott gibt, der wird jetzt sagen: Mein Gott, wie kann man so dämlich sein? Aber okay. Da stand ein Ofen in dem Raum. Also jetzt für alle, die auch gerne mal feiern wollen in geschlossenen Räumen. Wenn man dort ein Feuer macht und man hat dort einen Kamin, ne, kann aber auch sein, dass, ne, wenn man da auf dieses Feuer, ne, wenn dieser Qualm so dicht ist, dass man nichts mehr sieht, dann ist schon zu spät. Dann ist auch egal. Dann qualmt weiter. Aber wenn man merkt, dass der Qualm, man sollte A, etwa ein Fenster öffnen oder B, rausgehen, weil es ist immer so, der Körper braucht Sauerstoff. Das ist für manche nicht ganz so, ne? Ne? Man ist sich noch nicht ganz sicher, ob es daran gelegen hat. Es können auch die Drogen gewesen sein. Es sind so Sachen, ne? Ne? Aber es sind Kinder, man, ne? Ich meine, ne? Es ist halt nicht anders, ne? Die gehen auch mal in den Wald und sagen: Oh, guck mal, schöner Pilz. Ne? Der sieht genauso aus wie mein Kleid. Ne? Rot mit weißen Punkten. Toll, den esse ich jetzt. Ja, und so ist das mit anderen Sachen. Hast du LSD? Das tut nicht weh. Ach, das nehmen wir mal heute. Ach, das ist doch schön. Ach, es ist immer wieder herrlich zu sehen, ne? Und wenn dann der, wenn es wirklich einen Gott gibt, der sagt sich da oben: Hey, ihr seid so bescheuert, das ist sehr ehrlich. Ach, ja, wenn der sich die Todesmeldung immer durchliest, der muss ja wirklich, der muss ein heiteres Leben haben da oben, jetzt mal ehrlich. Ach, nee. Ja, tja. So ist das halt mit meiner Politik. Und den Nachrichten, die ich hier sonst so mal abgebe, immer wieder herrlich. Also, das ist ja nur meine persönliche Meinung. Entschuldigung. Wir müssen ernst bleiben, es sind Leute gestorben. Zwar selbst verschuldet, aber ist egal. Jetzt kann mal einer wieder sagen: Ich bin der Buhmann. Ja, ich stehe dazu. Ja, ich finde es lächerlich, wenn andere Leute da dann durch ihre eigene Dummheit umkommen. Doch, finde ich persönlich sehr lächerlich. Aber okay. Wir haben wieder über ein paar lustige Sachen geredet. Ich habe übrigens am Wochenende Planet der Affen geguckt und ich muss sagen, bei der Revolution ist mir übrigens aufgefallen, dass die Affen nicht nachladen müssen. Also, die sind so, so schlau, die können irgendwie mit einem Finger nachladen. Also, das ist genial. Ich finde den Film persönlich sehr lustig. Nicht nur, weil ich mich mit dem Hauptdarsteller identifizieren kann. Ich finde den Film einfach lustig. Immer wieder herrlich. Das ist so, was ich so die Woche gemacht habe. Und was ihr so gemacht habt, ich weiß jetzt nicht, ob auch einer den Film gesehen hat. Ich fand die lustig, so wie alle anderen Sachen auch. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und ich guck mal, irgendwann, jetzt ist Valentinstag und Frauentag kommt ja dann auch noch irgendwann. Und irgendwann habe ich ja dann auch noch Geburtstag. Ja, sehen wir dann und auf Wiedersehen.